Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie der ein oder andere von euch eventuell bereits mitbekommen hat, kam gestern das neue Yu-Gi-Oh! Spiel Yu-Gi-Oh! Rush Duel Dawn of the Battle Royale für die Nintendo Switch raus. Und genau darüber werden wir heute reden. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, Freunde, auch wenn ich mich vielleicht jetzt bei einem gewissen Kooperationspartner unbeliebt machen könnte. Konami, ich mag euch eigentlich, aber dieses Spiel war nicht gerade eure beste Idee, um ehrlich zu sein. Ich habe das Spiel selbstverständlich gestern bereits getestet und spiele es auch aktuell auf meinem Zweitkanal, Phoenix Uncut. Schaut dort also vorbei, falls ihr das sehen wollt. Und Freunde, bitte, bitte, falls ihr Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist sehen wollt, dann schaut dort ganz sicher vorbei, denn dort kommt jeden Tag, literally jeden Tag, seit Monaten Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, okay? Also falls ihr auf diesem Kanal Legacy of the Duelist gesehen habt und euch fragt, wo bleibt das Ganze denn? CK, wann kommt endlich wieder der freshe Legacy-Content? Dann schaut einfach auf meinem Zweitkanal Phoenix Uncut vorbei und schaut dort jeden Tag Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und lasst mich mit euren CK, wann kommt wieder Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist? Kommentaren bitte endlich in Ruhe. Danke. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn heute soll es ja um das neue Yu-Gi-Oh! Spiel gehen und wie ihr wahrscheinlich bereits gemerkt habt, ist meine Meinung dazu etwas bescheiden. Wie der Name schon sagt, spielt man in Yu-Gi-Oh! Rush Duel Dawn of the Battle Royale nun mal hauptsächlich Rush Duels, beziehungsweise ausschließlich Rush Duels. Und jetzt wird sich der ein oder andere von euch fragen, CK, was sind denn Rush Duels? Und ich kann diese Frage nachvollziehen, denn Rush Duels gab es bis zu diesem Zeitpunkt bei uns in Europa noch gar nicht. Das ist halt quasi eine alternative Form von Yu-Gi-Oh!, wie zum Beispiel auch Duel Links oder Speed Duel, die es bisher nur in Japan gab. Erfunden wurde das Ganze in dem neuen Yu-Gi-Oh! Anime Yu-Gi-Oh! Sevens, der sich selbstverständlich außerordentlicher Beliebtheit erfreut und der auch bei uns noch nicht erschienen ist. Das bedeutet also, wir haben es weder im Anime noch im Kartenspiel noch sonst irgendwo gesehen. Okay, Rush Duels sind für uns in Europa was ganz Neues, das hatten wir noch nie. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn Rush Duels nicht komplett beschissen werden. Ihr müsst es euch so vorstellen, es gibt ja Duel Links und das werden die meisten von euch kennen. Das ist halt eine kleine, eingeschränkte Version von Yu-Gi-Oh! In der es nur 3 Monsterzonen und 3 Zauber- und Fallenkartenzonen gibt und man nicht so viele heftige Kombos machen kann wie im richtigen Yu-Gi-Oh! Weshalb es ein guter Start oder ein guter Wiedereinstieg für viele Spieler ist, um halt sich mit Yu-Gi-Oh! Vertraut zu machen und das Ganze so ein bisschen zu lernen. Oder halt auch einfach ein guter Zeitvertrieb, falls man nicht unbedingt jetzt sich so heftig mit Yu-Gi-Oh! Auseinandersetzt. Möchte. Rush Duels sind quasi das japanische Gegenstück dazu, was auch dieselbe Mechanik bietet, dass man nur 3 Monster und 3 Zauber- und Fallenzonen hat und so weiter und so fort. Allerdings gibt es auch einige zusätzliche Regeln, wodurch man das originale Yu-Gi-Oh! Kaum noch erkennen kann. Zum einen gibt es eine Milliarde neuer Karten, die man noch nie gesehen hat und die auch nicht wirklich gut sind. Zum anderen kann man unendlich viele Monster normal beschwören in einem Zug, was irgendwie dafür sorgt, dass man einfach immer alles, was man auf der Hand hat, aufs Feld klatscht. Sehr kreativ. Und hey, erinnert ihr euch noch an den Anime-Effekt von Card of the Mice, wo man so lange Karten ziehen darf, bis man 5 Karten auf der Hand hat, wo jeder gesagt hat, so eine Karte wird es niemals in Yu-Gi-Oh! Geben. Und die Karte ist dann ja später auch bei uns rausgekommen, in einer deutlich abgeschwächten Version. Erinnert ihr euch daran? Ja, das ist in Rush Duel quasi jeden Zug so, denn du ziehst zu Beginn eines jeden Zuges so lange Karten, bis du 5 Karten auf der Hand hast. Ich verstehe auch nicht, wieso. Das sorgt dafür, dass quasi jeder einzelne Zug in Rush Duels genau gleich abläuft. Du klatscht deine gesamte Hand aufs Feld, dann ist der Gegner dran, er klatscht seine gesamte Hand aufs Feld, dann bist du wieder dran und du darfst so lange ziehen, bis du 5 Karten auf der Hand hast. Das bedeutet, in den meisten Fällen wirst du halt genau 5 Karten ziehen und dann klatscht du wieder deine gesamte Hand aufs Feld, dein Gegner ist dran, zieht 5 Karten und es läuft immer gleich ab. Und ich muss sagen, diese Mechanik ist ja für ein, zwei Duelle definitiv ganz cool und kann man mal ausprobieren, aber danach ist es ziemlich eintönig. Und ich denke, die Tatsache, dass man eben ausschließlich diese Rush-Duels spielt und keine normalen Duelle, also gar nicht die Möglichkeit hat, normale Duelle zu spielen, ist für viele Yu-Gi-Oh!-Spieler und Fans bereits ein Grund, sich dieses Spiel nicht zu kaufen. Aber das wäre ja okay, es wäre ein gutes Spiel für Leute, die sich eben für Rush-Duel interessieren, wenn das der einzige Kritikpunkt wäre. Zum einen interagiert man ausschließlich mit Charakteren aus Yu-Gi-Oh! Sevens, was wahrscheinlich für die meisten ein komplett unbekanntes Gebiet ist, für das man sich auch nicht wirklich interessiert, da die meisten hierzulande wahrscheinlich nur den ersten Anime gesehen haben oder eventuell noch GX und 5Ds und danach wird schon etwas kritisch. Zum anderen hat man tatsächlich einen eigenen Charakter, den man in dieser Welt steuern kann und wie das nun mal so ist, bekommt man den halt einfach und kann den nicht mal irgendwie individuell designen. Du bist halt einfach dieser Typ.
Und du musst dieser Typ sein. Du kannst nicht mal irgendwie die Frisur ändern. Oder die Hautfarbe. Oder irgendwas. Und das ist einfach eine Sache, die ich zu 0% nachvollziehen kann, weil man bereits auf irgendwelchen Nintendo DS-Spielen von vor 15 Jahren seinen eigenen Charakter erstellen konnte oder zumindest irgendwie etwas verändern konnte und individualisieren konnte. Warum kann man das im Jahre 2021 nicht? Ich meine jetzt nicht, dass das irgendwie unbedingt ein Feature ist, welches ich für ein Spiel brauche. Mir ist das ehrlich gesagt vollkommen egal, aber das zeigt einfach, wie viel Mühe man in das Spiel reingesteckt hat. Die Dialoge sind, wie für ein Yu-Gi-Oh!-Spiel üblich, extrem miserabel übersetzt. Es kommen teilweise Situationen zustande, wo du Sachen ganz anders verstehst, als sie eigentlich sind. Und das Ganze ist wahrscheinlich einfach durch irgendeine Google-Übersetzer-Software gelaufen. Und man soll jetzt irgendwie versuchen, die Story nachzuvollziehen. Hinzu kommt, dass man, und das ist generell ein Problem bei modernen Videospielen, nicht nur bei Yu-Gi-Oh!, ein viel zu langes Tutorial zu Beginn des Spiels durchmachen muss, welches man nicht skippen kann, selbst wenn man mit den Regeln vertraut ist und in dem einem alles vorgeschrieben wird. Du kannst nicht mal irgendwie selber irgendetwas machen. Das wäre in Ordnung, wenn man das zu Beginn des Spiels vielleicht für 2 oder 3 Minuten macht, um ungefähr zu erklären, wie Rush Duels funktionieren. Aber bis du mal da durch bist, ist 1 Stunde Spielzeit vergangen. Und danach hast du einfach keinen Bock mehr. Wie schon gesagt, gibt es auch eine Menge neuer Karten, die es halt ausschließlich in Rush Duel gibt und zu denen man halt gar keinen Bezug hat, wenn man das noch nie gesehen hat. Es gibt selbstverständlich auch die typischen Nostalgiekarten wie den weißen Drachen mit eiskaltem Blick, den schwarzen Magier und so weiter und so fort, die man irgendwie im Verlauf des Spiels bekommen kann. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil. Dazu muss ich einfach mal sagen, dass auch wenn das mich ebenfalls nicht wirklich interessiert, die Grafik für ein Spiel im Jahre 2021 wirklich miserabel ist. Man sieht kaum einen Unterschied zu Spielen wie Yu-Gi-Oh! World Championship 2011, was, wie der Name schon sagt, 2011 rausgekommen ist. Und ich kann, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nachvollziehen, warum es das Spiel ausschließlich für den Nintendo Switch gibt, denn wenn du so ein Spiel mit so einer Grafik auf der PS4 oder gar auf dem PC rausbringen würdest, ohne Witz, ich glaube, die Leute würden Konami verklagen für sowas. Bei all den negativen Punkten will ich natürlich auch Positives hervorheben. Zum einen ist es immer gut, wenn wir ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel bekommen. Ich meine, es ist auch mal etwas anderes. Es ist nicht nur das stumpfe, hier hast du 10.000 Karten, duellier dich jetzt. Und dass es wenigstens einen Story-Modus gibt, ob der jetzt einem gefällt oder nicht, finde ich, ist definitiv ein positiver Punkt, den ich bei älteren Yu-Gi-Oh! Spielen definitiv schon bemängelt habe. Und ein nettes kleines Detail, was vielleicht nicht jedem gefällt, ich aber ganz interessant finde, ist, dass die Karten bzw. die Monster in den Duellen tatsächlich auf den Karten zu sehen sind und das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es gut, dass es wieder so ist. Ich denke, für jemanden, der einfach mal was Neues ausprobieren will und eine Menge Zeit hat und just for fun irgendwas spielen will, ist das etwas. Ich meine, es ist eine Abwechslung zu dem normalen Yu-Gi-Oh! Und das ist auch ganz cool. Allerdings finde ich es nicht gut, dass man dazu gezwungen ist, sich ausschließlich damit auseinanderzusetzen und nicht wenigstens irgendwie die Möglichkeit hat, ab und zu auch das normale Yu-Gi-Oh! Zu spielen oder auch einfach, keine Ahnung, Karten zu benutzen, die man kennt. Solltet ihr allerdings Yugi, Kaiba, Joey, Marik und so weiter und so fort mögen und auch diese Decks spielen wollen oder generell irgendwelche normalen Yu-Gi-Oh! Decks spielen wollen, dann ist dieses Spiel einfach nichts für euch. Und ich denke, wie gesagt, für uns Europäer ist es einfach noch weirder, weil wir weder einen Bezug zu Yu-Gi-Oh! Sevens noch zu Rush Duels hatten und das Ganze jetzt einfach irgendwie out of nowhere kommt wie ein RKO von Randy Orton und es jetzt einfach so uns vor die Nase gesetzt wird und gesagt wird, hey, das sind Rush Duels, spiel jetzt. Ich sitze jetzt natürlich nicht bei Konami, ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich spekuliere jetzt einfach mal, dass man dieses Spiel noch schnell auf den Markt bringen wollte, weil ja in einigen Wochen oder Monaten oder keine Ahnung, irgendwann in der nächsten Zeit halt Yu-Gi-Oh! Master Duel rauskommen wird, was sich, denke ich, einer deutlich größeren Popularität erfreuen wird und sich halt spätestens ab da kaum noch jemand für dieses Spiel hier interessieren wird. Und da denke ich mir halt einfach nur, es ist halt schade, weil man hätte bestimmt irgendetwas Gutes daraus machen können, wenn man sich halt einfach mehr Zeit genommen hätte, vielleicht ein bisschen mehr Liebe zum Detail reingesteckt hätte und das Ganze vielleicht einfach fertig auf den Markt gebracht hätte, schätze ich. Denn dann wäre es definitiv eine ganz coole Abwechslung zum normalen Yu-Gi-Oh! Gewesen und ich meine, das wäre dann halt für die Leute, die mit Master Duel nichts anfangen können, bestimmt etwas gewesen, vor allem für jüngere Leute, die halt vielleicht das Spiel noch nicht so ganz nachvollziehen können. Aber so ist es halt einfach eine alternative Version von Duel Links, die nicht kostenlos ist, sondern 40 Euro kostet, also
Warum? Aber gut, Freunde, das wäre meine Meinung zu dem Thema gewesen. Vielleicht bin ich in einigen Punkten etwas zu hart gewesen, aber ich wollte euch einfach meine ehrliche Meinung zu dem Spiel mitteilen, denn ich denke, irgendwo habe ich als eines der größten Aushängeschilder von Yu-Gi-Oh! Im deutschsprachigen Raum, es ist so weird, das zu sagen, eine gewisse Verantwortung gegenüber meiner Community und ja, das ist meine ehrliche Meinung dazu. Ich will allerdings, wie gesagt, nicht bestreiten, dass es definitiv Leute geben wird, denen dieses Spiel gefallen wird. Und falls das so ist, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und schaut auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal Phoenix Uncut vorbei, denn dort werde ich dieses Spiel selbstverständlich weiterspielen und eventuell wird sich herausstellen, dass alles, was ich sage, falsch ist und irgendwie nach 50 Stunden Spielzeit tatsächlich etwas Gutes dabei rauskommt, aber wir werden sehen, okay? Falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.